Als ob. WTF. Wow, das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau, es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Okay, hier ist eine Rampe. Ich könnte zur Rampe gehen. Achso, hier oben komme ich dann wieder hoch. Alles klar. Ein Porzellanelch. Tack. Porzellankatze. Porzellan. Rufus? Cool. Porzellanschnabeltier. Ein Porzellanschnabeltier. Ich will das aber erstmal gucken. Voll bescheuert. Ich will haben. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Nimm das Schnabeltier mit. Das Letzte ist, was ich tue. Nimm das Schnabeltier doch mit. Versteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Er wirkt nervös. Er wird mir doch nicht gerade jetzt nüchtern werden, wo ich ihn am dringendsten brauche. Hoffentlich nicht. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Also ohne Waffe bleibe ich nicht alleine hier. Dann kauf dir eine Waffe. McChronicle. McChronicle geht ja wirklich voll in seiner Aufgabe auf. Tuck muss sich ganz schön ranhalten, wenn er noch Mitarbeiter des Monats werden will. Irgendwo eine Mütze. Nicht, dass ich das jetzt wieder vergesse und übersehe. Nee, ich glaube nicht. Außer bei Chronicles Mütze. Aber die zählt nicht. Der Ausschlag wird schwächer. Glaube ich. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantom-Elefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt der Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantom-Elefant. Okay, gehen wir da lang. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Echt? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Nein, noch nicht. Du kriegst einen Schraubenzieher. Nee, du kriegst Schrott. Komm hier. Kriegst ich Schrott. Ich will die beiden mal nicht ablenken. Sie sollen sich komplett und ungestört auf unsere Mission konzentrieren. Okay. Bereit? Ich schon. Aber... Ich bleibe nicht alleine hier. Nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Dann kriegst du einen Schraubenzieher. Ich will die beiden... Sie sollen... Dann kriegst du das hier. Ich will die... Sie sollen... Dann kriegst du... Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube... Oder will ich, soll ich dann hier lang gehen? Ich weiß es nicht. Bereit, Maggie? Ah, okay. Nicht... Dann kriegst du eine Scherbe. Ah, okay. Die Scherbe leuchtet jetzt durchgehend. Er muss hier sein. Und ich glaube langsam, ich muss gerade woanders sein. Ach ja? Wartet deine Familie auf dich? Oder musst du morgen früh raus? Autsch, Rufus. Autsch. Oh, Rufus, du bist gemein. Was denn für eine Waffe? Ein Strohhalm? Ich will die beiden meinen, sie sollen sich... Hä? Ein Schnabeltier. Noch nicht. Ich... Noch nicht. Rufus, okay. Ich... Noch nicht. Hä? Was soll ich denn für eine... Okay, ich gebe ihm jetzt mal alles. Knickerfolie. Ich will die beiden, sie sollen... Nein. Ich will die beiden, sie sollen... Nein, Schrott hatte ich auch schon. Ich Bügel. Die, so... Auch nicht. Streuer hatten wir auch schon. Ich will die, sie so... Ich will die, sie so... Oder müssen wir dafür wieder raus und irgendwas draußen suchen? Hier ist es. Unheimlich. Sagt er nichts, okay. Er wird nervös. Er wird mir doch... Hä? Kann ich vielleicht irgendwas aus dem Schrott machen? Das Letzte. Nein, immer noch nicht. Scheiße. Hä? Dann muss ich wohl irgendeine Waffe suchen, okay. Jetzt ist das hier offen. Mal schauen wir einfach mal rein. Keine Ahnung, was ich hier für eine Waffe suchen soll. Aber wie es aussieht, irgendeine. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Ja. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein. Das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Kann ich verstehen. Sorge, Bernard. Ich bin vor
Ding sich. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Okay. So, was können wir denn? Können wir hier irgendwas nehmen? Das sieht aus, als ob es hier definitiv irgendwas. Rakete, okay. Rakete, schon mal eine ganz gute Waffe fast. Eigentlich gar nicht. Ich vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Okay, der Vater ist cool. Ich war das nicht. Ich war's nicht. Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Ja gut. Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Ja, könnte ich machen. Ich sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Hat er schon recht. Ein rosa Elefant. Ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Okay. Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenkt nicht ab. Stimmt Freundchen. Aber eigentlich. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie... Warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Nee. Zuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das Sie mit dir gemein haben. Die anderen Ausreden waren besser. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern... dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Dir zu verzeihen. Ach so. Oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der... einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern kann, red einfach weiter. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay,
Jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Okay. Ja, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ja gut, okay. Es ist Rufus. Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Man. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Was ist hier unten eigentlich? Irgendwie? Ha, sieht komisch aus. Okay, sehe ich hier irgendwo einen Hut? Ich glaube nicht. Hier drin vielleicht irgendwie. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Oh. Dein Ernst? Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ja, bitte. Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Puh, wenn's sein muss. Oh, Rufus, Alter. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Jungchen. Heieieiei. Okay. Gut, gehen wir wieder raus. Können wir jetzt wieder hier unten reingehen und... Eine Rakete? Ich will die beiden mal, die Okay, was soll ich mit der Rakete machen? Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. Okay, wir müssen... Aber der... Nee, ey. Okay. Was machen wir denn jetzt hier? Gehen wir nochmal. Hier hin. Ich wäre eigentlich den. Ja, die beiden Sachen haben, ne? Was, wenn ich nochmal einen Dartpfeil werfe? Und. Okay, das funktioniert nicht. Tja, leider daneben. Ja, schon doof. Ich brauch keine. Okay. Das lasse ich lieber. Ich kann mir bei allen. Dim. Wir haben das Schwarzpulver drin. Können wir irgendwie das Schwarzpulver rausholen? Oder so? Ich brauche etwas Schärferes. Etwas Schärferes, um das Schwarzpulver rauszubekommen, okay. Ja, super geil. Was können wir jetzt mit Schwarzpulver anstellen? Das ist halt das Ding. Was ist, wenn wir Schwarzpulver hier rauf? Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Ja, okay. Entweder fehlt hier der Zapf. In beiden Fällen sollten. Dafür brauche ich und ein. Ich hoffe, dass ich nicht schon wieder einen Espresso brauen muss. Das war letztes Mal ganz schön ermüdend. Oh, warte mal. Das ist eigentlich voll die Idee. Vielleicht funktioniert das ja. Lonzo. Brauchst du Schwarzpulver? Wollen wir wieder einen super heftigen Kaffee brauen? Was wollen wir? Ach, stimmt ja. Das war ja auch nur Teil meines Traums. Ach, komm schon. Kann ich das vielleicht selber das machen? Das ist nicht nur zu groß, sondern auch zu cool für dieses kleine, schäbige Dorf. Glas. Ich wollte Glas sagen. Okay. Alles klar, wolltest du auf jeden Fall machen. Sowas mache ich nicht mehr, auch wenn es mein Nasenhaarproblem gelöst hat. Ah. Okay, das Problem ist halt... Das da bekommen wir nicht. Dafür brauchen wir den Dart-Preis, whatever. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie reizbar ist Toni heute? Wieso? Nur so. Schwarzpulver? Nennt mich einen Macho. Aber sich gegenseitig mit Waffen und Explosivstoffen die Rübe wegzuballern, ist nach wie vor Männersache. Frauen fehlt dafür einfach die richtige Denke. Okay. Mit dir können wir auch mit niemandem reden. Das ist das Ding. Kartoffelhalbiermaschine bringt nichts, denn wir können das hier nicht nehmen. Ist noch zu heiß. Au,
Ja. Ich muss ihn. Richtig. Da kommen wir nicht ran. Dip, dip, dim, dim. Will Sun vielleicht Schwarzpulver? Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblaswurfs vielleicht? Naja. Okay. Das ist eine Wumme. Ach, die Wumme brauche ich, ne? Kann ich mir die Elefant... Nein, ich bin zu viel zu die Prof dazu. Da braucht viel leider... Ich brauche die Wumme. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Stimmt. Aber dafür muss der Bart irgendwie bei ihm halten hier, bei dem kleinen Rattenjungen. Du sollst also ein... Eigen... Da hab ich... Was der... Der... Ich bin so... Und weh... aber wie kriege ich den... Dazu fehlt mir gerade... Leider hat der schon... Das ist das Problem, es hilft nicht. Leider hat... Toni hat recht, ich bin einfach... Dazu fehlt mir leider... Dafür brauche ich Honig. Die letzten Bienen des Süd... Seit zwei... Wenn das so... Oh! Maya! Willi! Verdammt! Hör ich nochmal! Und ich brauche dafür einen Imkerhut. Einen Imkerhut. Die Idee kommt ein bisschen... Wieso kommt die ein bisschen spät? Achso, ja, okay, einpacken, ja. Macht Sinn. Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles, was mir gehört hätte. Okay, wie könnte ich an das... Ich bräuchte... Mann... Den Hahn, ich brauch den Hahn. Ich brauch den Hahn hier. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber hier läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Ach, weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernhard. Du bist der Burner, Bernhard. Das ist ja auch meine Antwort gegeben. Doch, das geht. Guck doch. Ist einfach geil, ey. Super, jetzt haben wir einen Hahn. Den Hahn können wir da benutzen, beim Honigspender. Jetzt können wir den Bart mit Honig füllen. Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Jetzt können wir den Bart an den kleinen Jungen anbringen. Du sollst also einen Rattenmann da. Eigentlich nicht. Da habe ich genau... Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen, genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. Jetzt kann ich spielen. Na dann lass uns spielen. Hast du einen? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Yes! Er darf spielen. Oh, Juhu. Junge! Ich meine... Oh Mann! Auf die Plätze, Faulobst bereit und legt. Wie ging das Spiel denn nochmal? Tic-Tac-Toe, okay. Da ist die Ratte jetzt. Was war nochmal die Regel? Ich weiß nicht mehr, was die Regeln waren exakt so. Okay. Wir müssen einfach nur gewinnen. Gut. Und gewonnen. Tja,
jetzt hat Rufus gewonnen. Ja! Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Ha, vergiss es. Nee. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass sich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Ja. Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Aua. Die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Vielleicht. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Der Typ ist so gut, ey. Dieses Monster hat mein Jagddiplom verputzt. Na, warte. Wo ist das Brechmittel, wenn man es braucht? Okay. Moment. Hier ist... Ach, Kacke, das können wir nicht benutzen. Die Kotze können wir... Ach, schade. Schade. Das wäre so geil gewesen. Ja. Hier, guck mal. Die Ratte hat mein Jagddiplom gefressen. Warum so geknickt? Du hast dein Jagddiplom benutzt, um eine Ratte zu fangen. Dafür ist es doch da. Und Kleintiere sind knifflig. Selbst Profis greifen da normalerweise zu Hochpräzisionsblasrohren. Wozu bräuchte ich noch mehr Beweise? Du bist ein waschechter Großwildjäger. Ich jetzt? Na okay. Klar, du kannst dir gerne jederzeit die Elefantenbüchse ausleihen. Wow. Danke. Und wenn ich hier mit Grillen fertig bin, können wir uns Jagdgeschichten erzählen. Wir flechten uns Hasenpfoten ins Haar und zeigen uns unsere Jagdnerben. Ach, zu schade, da habe ich schon was vor. Pyjama-Party. Yay. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist. Klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig mit dem... Zu spät. Zu spät. Du hast schon Ja gesagt.